Guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Jugendtag 2019 in Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Ja, wir begrüßen alle, die hier sind. Genau, guten Morgen. Herzlich willkommen alle Eltern, alle Freundinnen, alle Freunde. Alle Menschen, die uns im Stream zuschauen, die heute leider nicht live vor Ort sein können, aber auch auf euch haben wir uns gefreut. Ihr Hallo. Habt bestimmt auch so gute Stimmung wie die Leute hier vor Ort. Hallo alle Omis, alle Opis, die mitgekommen sind und vielleicht nicht alles verstehen, aber ich kann Ihnen sagen, das ist die Zukunft, Sie können stolz sein. Genau, und wir beide, wir führen heute so ein bisschen durch die Abschlussveranstaltung von Jugendhakt. Und wir beide, die Moderation machen, das sind zum einen Florian Prokop. Florian moderiert sonst bei Radio Fritz und er hat auch unter anderem die Webvideoserie About Blank gemacht, zusammen mit Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation. Entweder ihr kennt ihn schon daher oder ihr schaut euch das mal an, weil das sehr interessant ist. Und das hier ist Miriam Seifert. Miriam arbeitet im Bundestag für eine grüne Abgeordnete und schreibt zum Beispiel ihre Reden, wenn diese Abgeordnete über netzpolitische Themen spricht. Und ich möchte natürlich auch noch vor allem gerade euch Jungs, euch Mädchen, euch alle, die sich da irgendwie nicht einordnen wollen, begrüßen, die ihr hier die letzten zwei Tage geschwitzt habt für Jugendhackt. Hello! So. Jugendhackt, was ist das eigentlich? Wo sind wir hier? Jugendhackt ist ein Hackathon für Jugendliche. Ein Hackathon, das ist ein Veranstaltungsformat, wo sich Menschen üblicherweise in einem sehr kurzen Zeitraum treffen, typischerweise ein Wochenende, so wie hier, und eben innerhalb dieser sehr kurzen Zeit zusammen programmieren, hacken, Ideen und Projekte entwickeln, typischerweise so Prototypen, und die am Ende dann auch einmal präsentieren. Im Prinzip ist das hier ganz genauso. Der einzige Unterschied, hier machen das Jugendliche. Und außerdem, hier steht das alles so ein bisschen unter einer politischen Überschrift, nämlich mit Code die Welt verbessern. Genau, eine Ansage habe ich noch zu machen. Wir haben ein paar Jugendliche dabei, die haben keinen Bock, sich fotografieren zu lassen oder keinen Bock, im Stream mitzumachen. Die werden dann während der Präsentation hier stehen. Oder hier, je nachdem, welche Gruppe gerade dann ist. Rechts Richtig. Oder links gibt es die No-Camera-Bereiche. Hier sieht man mich dann sozusagen nicht im Internet, deswegen, ich will da gerne sein. Ich gehe oder hier, wenn wieder ich hier in meinem stehe. Bereich. Genau. Und sollte das passieren, dann wird hier vorne ein Schild hochgehalten. Das sieht dann so aus. Und dann würde ich Sie bitten, auch keine Fotos zu machen. Genau, aber das sind wie gesagt nur ein oder zwei Gruppen und das sehen Sie, das seht ihr dann, wenn die sich da am Rand hinstellen, beziehungsweise wenn dieses Schild hochgehalten wird. Die, die in der Vergangenheit schon dabei waren, wissen, wie hier das Prinzip auf der Bühne funktioniert bei der Abschlussveranstaltung. Wir haben hier zwei Tische, immer abwechselnd wird eine Gruppe präsentieren, die ist dann gerade im Fokus, da dann die Aufmerksamkeit drauf richten und währenddessen wird eine andere Gruppe an einem anderen Tisch schon so ein bisschen vorbereiten, Stecker reinstecken, basteln, damit es dann sofort losgeht, wenn die dran sind. Und hier bei Jugendhackt haben wir nicht nur die besten Projekte, wir haben auch die beste Fehlerkultur. Das heißt, es ist alles super durchorganisiert, jeder Handgriff sitzt. Wenn doch mal irgendwas Kleines schief geht, bleiben wir alle total entspannt. Ihr bleibt entspannt, die Jugendlichen auf der Bühne bleiben entspannt. Zwei, drei Handgriffe später passt das alles wieder und es geht weiter. Also wir gehen damit ganz locker um.